Ja, herzlich willkommen in einer neuen Folge von GTA 5 Let's Play. Diesmal auf der PS4. Und hier, ihr könnt ja sehen, damit es auf der PS4 ist, denn ich mache jetzt einen lustigen Glitch. Ich liebe diese Glitch. Einfach anschleichen, anschleichen und zack. Zacka. Ja, ich würde gern das hier auf Facebook stellen später. Und ja, Dennis Montai. Ich bräuchte auch noch mal ich würde gerne dir noch was sagen. Du hast ja gesagt, wir kriegen den Trick nicht mehr hin. Jetzt kriegen wir den Trick eben noch besser hin, wie du ja gesehen hast. Jo, und da ist Blut am Messer, wie ihr gerade seht. Jetzt lass das Messer verschwinden und wieder kommen, und alles ist gelöscht. Weil wir bei dem da, ach, der ist Penner. Ne, lassen wir lieber mal die Anständigen am Rad. Hey, Honey. Ja, machen wir da ab. Ach, war schon so. Oh, meine alte Oma. Sorry. Muss hier was machen. Es gibt noch einen Spezialhammer dafür, den kriege ich in Online-Modus. Und den will ich euch später auch noch zeigen, wenn ich online wieder spielen kann. Und zwar ist es so, ich muss erst so ein Update machen. Jetzt kommt er nicht mehr. Ganz einfach. So, jetzt machen wir einfach mal ein bisschen Rennen. Und gemütlich. Und ja, das war's auch danach. Scheiße. Jetzt kommen wir mal ein bisschen näher dran. Jetzt warten wir hier an irgendeiner Stelle kurz. Denn mal aufzusuchen. Das mache ich auch bei der, habe ich auch bei der PS3 immer gemacht, wo ich GTA gezockt habe. Immer diesen Weg genutzt. Das ist ein guter Weg. Und gleich zeige ich euch noch mal. Weg ist eigentlich. Der ist weg. Jetzt auf ein nehmen. Story links wohnen. Franklin. Also bei hier in der Nähe von der Kauf bisschen. Also nicht. Also, wenn ich das machen würde, was ich das mache, dann wäre die Müller. Kann auch gut sein, aber ich will euch mal nur einen Trick zeigen, wie ich das ja mache. Also ich gehe. Ich habe ja 893 Dollar. Und damit ich noch ein bisschen mehr krieg und die Polizei davon nicht so viel erfährt. So, und jetzt gibt er mir das Geld raus. Wir erschießen ihn auch am besten gar nicht. Wir lassen den dann einfach frei laufen, sammeln das Geld auf und danach verschwinden wir. Rennen nach da hinten, dann sucht die Polizei also auch nicht mehr mich an diesen Ort. Rennen nach dort hinten und verschwinden nach dort. Das ist die einzigste Möglichkeit, das dann wegzumachen. Denn du kriegst im Story-Modus keine 3 Sterne, wenn du einen Laden überfällst. Das ist nämlich richtig gut gemacht. Und dann läufst du einfach hin und wartest kurz. Die laufen auch manchmal Katzen und so rum. Richtig realistisch einfach nur. Realistisch irgendwie. Wie ich sagen. Richtig realistisch sieht das hier aus.
Okay, jetzt könnt ihr euch einen kleinen kriegen. Seht. Guck. Und wie viel Geld habt ihr? Dann ihr habt so viel Geld wie ich jetzt habe ungefähr. Wenn ihr das manchmal so macht. Okay, mit dem Waffenraum zu laufen ist ein bisschen blöd. Das war's von meinem Trick. Story-Modus. Moron! Hallo, das sieht aus. Ja, das war's hier und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ein Like nach oben. Ah, ja. Und abonnieren nicht vergessen. Ach, sorry. Rush und so. Jetzt gehe ich einfach schlafen, damit die Polizei ja nichts davon erfährt. Ja, und das war's. Wir sehen uns dann morgen nochmal mit einem Video. Oder heute Abend, ich weiß nicht. Muss ich mir noch überlegen. Gucken wir einfach dann. Viel Spaß. Und liked, ihr könnt das Video liken, kommentieren, was auch immer. Und ich wünsche euch noch viel Spaß. Und also noch einen schönen Abend euch. Leute da draußen. Wo haben wir GTA? 8, 2 Uhr, irgendwas, keine Ahnung. Ja, das war's auf jeden Fall und ciao.